Hallo und herzlich willkommen bei den Samsung Galaxy Videos. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie den Seitenbildschirm des Samsung Galaxy S6 Edge verwenden können. Bitte beachten Sie, dass die Bildschirminhalte und die Funktionen des Galaxy S6 vom Land und vom Service Provider abhängen und sich deshalb unterscheiden können. Sie können das Smartphone so einstellen, dass der Seitenbildschirm aufleuchtet, wenn Sie einen Anruf oder eine Benachrichtigung erhalten. Dazu tippen Sie auf das Menüsymbol auf dem Startbildschirm und anschließend auf Einstellungen. Rollen Sie nach unten zum Menü Seitenbildschirm und tippen Sie auf Seitenlicht. Ziehen Sie den Schalter zum Aktivieren nach rechts. Bitte beachten Sie, dass der Seitenbildschirm beim Eingang von Anrufen bzw. Empfang von Benachrichtigungen nur dann aufleuchtet, wenn das Smartphone mit der Rückseite nach oben abgelegt wurde. Wenn eine Benachrichtigung über einen verpassten VIP-Kontakt vorliegt, wird dank der VIP-Anzeigefunktion für den Seitenbildschirm eine Registerkarte in der Farbe angezeigt, die Sie dem VIP-Kontakt zugewiesen haben. Diese Funktion steht auf dem Startbildschirm, dem gesperrten Bildschirm und dem Menübildschirm zur Verfügung. Tippen Sie auf VIP-Anzeige und ziehen Sie den Schalter nach rechts, um die Option zu aktivieren. Tippen Sie auf Meine VIPs, um häufig verwendete Kontakte hinzuzufügen und als VIP-Kontakte zu markieren. Zum Hinzufügen eines Kontakts tippen Sie auf Plus und wählen den Kontakt aus, den Sie hinzufügen möchten. Der erste Buchstabe des Namens, in diesem Beispiel S für Shane, wird dem Symbol hinzugefügt. Nur Kontakte, die in der Kontaktliste gespeichert sind, können hinzugefügt werden. Wenn Shane anruft, leuchtet das Seitenlicht auf. Wenn der Anruf von Shane verpasst wurde, wird auf dem Seitenbildschirm eine gelbfarbene Registerkarte angezeigt. Die Position der Registerkarte auf dem Seitenbildschirm hängt von der Farbe ab, die dem Kontakt zugewiesen wurde. Halten und ziehen Sie die gelbfarbene Registerkarte, um weitere Informationen zu dem verpassten Anruf anzuzeigen. Wenn Sie den Kontakt anrufen möchten, tippen Sie auf das Anrufsymbol. Um eine Nachricht zu senden, tippen Sie auf das Nachrichtsymbol. Sie können häufig verwendete Kontakte auch direkt vom Startbildschirm hinzufügen. Dazu ziehen Sie die Registerkarte vom Seitenbildschirm zur Bildschirmmitte, um Meine VIPs zu öffnen. Wählen Sie dann durch Antippen von Plus eine Farbe und wählen Sie den gewünschten Kontakt. Sie können die Reihenfolge Ihrer Kontakte ändern. Dazu berühren und halten Sie ein Kontaktsymbol und ziehen es an eine andere Position. Zum Entfernen eines Kontaktsymbols berühren und halten Sie das Symbol und ziehen es auf Entfernen oben im Bildschirm. Zum Ändern der Farbe, die einem Kontakt zugewiesen ist, tippen Sie auf das Einstellungssymbol. Anschließend tippen Sie auf Meine VIPs. Tippen Sie auf das Farbsymbol des Kontakts und tippen Sie dann auf die Farbe, die Sie dem Kontakt zuweisen möchten. Sie können auch einstellen, ob der Seitenbildschirm auf der rechten oder linken Seite des S6 angezeigt wird. Rollen Sie in den Seitenbildschirmeinstellungen nach unten zu der Option Seitenbildschirmposition. Wählen Sie nach Wunsch die rechte oder linke Seite. Im Beispiel wählen Sie die linke Seite. Die aktuell aktivierte Seite wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Seitenbildschirm wird zur linken Smartphone-Seite verschoben. Auf dem Seitenbildschirm können Sie nachts die Uhrzeit anzeigen. Tippen Sie auf Nachtuhr. Zum Aktivieren ziehen Sie den Schalter nach rechts. Tippen Sie dann auf Startzeit und Endzeit, um die Einschaltdauer der Uhr einzustellen. Während des eingestellten Zeitraums wird die Uhrzeit bei ausgeschaltetem Bildschirm auf dem Seitenbildschirm angezeigt. Das war's erstmal. Nun haben Sie gelernt, wie Sie den Seitenbildschirm des Samsung Galaxy S6 Edge nutzen können. Weitere Infos über das Galaxy S6 und das Galaxy S6 Edge und deren Funktionen erhalten Sie in den anderen Galaxy-Videos.